Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary hier auf meinem Kanal. Heute ist der erste Tag, ich habe diese Woche Urlaub und ich genieße es so richtig. Leider muss ich diesmal noch die Küche streichen, ihr habt das bestimmt schon in Videos gesehen, die ist noch nicht ganz fertig und die sollte dann mal langsam irgendwann fertig werden. Auf jeden Fall starten wir jetzt mit dem ersten Tag. Und ich mache mir mein Frühstück. Und wenn ich es fertig habe, zeige ich es euch. Frühstück war jetzt echt relativ schnell fertig. Und zwar habe ich mir eine Sonnenblumenbrot-Vollkornscheibe, ihr seht es hier, geschnitten. Das Brot ist so frisch, dass die Scheibe gerade auseinanderfällt. Man kann sie kaum schneiden. Und dann habe ich zwei Scheiben vegan oder vegetarisch? Nee, vegetarische Wurst drauf. Ich zeige euch das mal. Ich finde die mega geil, die Wurst. Ich sehe gerade, ich habe hier einen Aufkleber von meiner Tochter. Ich finde, die Wurst schmeckt mega geil. Das ist die Schinkenspicker, die kennt ihr bestimmt, die vegetarische Wurst. Aber die ist diese Liona mit Pfeffer, mit buntem Pfeffer. Und ich finde, die schmeckt sowas von gut. Also ich habe jetzt alle Sorten ausgetestet, fand immer die Salami ganz gut. Aber die schmeckt so lecker und die kriegt man bei uns zumindest nur im Kaufland. Und wenn ich dann mal im Kaufland bin, dann muss ich die immer mitnehmen. Also auf jeden Fall mal austesten, die ist echt mega lecker. Und das wird jetzt quasi mein Frühstück. Also sieht nicht hübsch aus, ist nichts Besonderes, ist jetzt was Schnelles. Und dann sehen wir uns zur nächsten Mahlzeit. Es ist Nachmittag und wir sind jetzt gerade unterwegs. Ich habe mir jetzt noch beim Bäcker geholt und zwar Brezeln und Berliner, aber als erstes werde ich nicht Berliner essen. Ich weiß nicht, wie heißt das bei euch, bei uns heißt das auf jeden Fall Berliner, woanders heißt es ja auch Krapfen und sowas, so sieht das Ganze aus. Und den werde ich jetzt essen. Moin zusammen, es ist der nächste Morgen und ich zeige euch jetzt mein Frühstück, das heute mal schnell gehen muss und wir gleich los wollen. Habe ich hier so ein Sportness Riegel von DM. Das ist mit, wartet, irgendwas mit Karamell oder sowas. Sieht auf jeden Fall so aus wie Karamell. Riegel mit Eiweiß, Karamell, Riegel mit Eiweiß, Karamell, Toffee, Crisp Geschmack und kakaohaltige Eiweißglasur. Der hat 60% Eiweiß, also fast 30 Gramm, der ganze Riegel Eiweiß. Und Zucker ist, glaube ich, auch nicht so viel drin. 0,5 Gramm Zucker ist da drin, also echt ganz gute Werte. Und den werde ich jetzt essen, der ganze Riegel hat. Moment, ich muss jetzt gerade mal für euch schauen. 45 Gramm, also von 45 Gramm werde ich jetzt nicht mehr so satt, aber... ja, vielleicht esse ich noch einen zweiten. Also, das wird mein Frühstück und ich melde mich später bei euch. Als Snack zwischendurch habe ich mir jetzt selbstgemachte Proteinballs gemacht. Die gehen mega easy. Man braucht nicht viel Zutaten. Da ist dann auch so Vanillebeeren drin und sowas, Proteinpulver. Und es sind halt so als Snack zwischendurch oder vor dem Fernseher zum Knabbern richtig geil. Sie schmecken gut. Und ja, sie haben... einiges an Eiweiß. So sieht das Ganze aus. Ich drehe euch aber mal schnell um und dann zeige ich euch das von nahem. So sieht das Ganze aus. Einmal in Kokosnuss gerollt und einmal so normale, also ohne Kokosnuss, aber die gleiche Füllung. Sind gesüßt mit Datteln. Also richtig, richtig lecker. Wenn euch das Rezept interessiert, dann zeige ich euch das mal, wie ich das zubereite im nächsten Food Diary. Oder vielleicht mache ich das die Tage nochmal. Weil es ist echt gesund und es schmeckt auch noch richtig geil. Und dann sehen wir uns zur nächsten Mahlzeit. So Leute, ich habe jetzt noch mir Abendbrot gemacht. Und zwar was relativ Schnelles und ich liebe das. Schmeckt richtig gut. Ihr seht das hier. Und zwar ist es einfach nur Blätterteig, der ganz normale aufgerollt aus dem Kühlregal. Dann habe ich Babyspinat gekauft. Den angebraten, gewürzt, Feta dazu gemacht. Die Füllung habe ich abkühlen lassen. Und dann habe ich da eben so einen guten Esslöffel reingemacht von dieser Spinat-Feta-Füllung. Zugemacht, mit der Gabel so ein bisschen hier außenrum festgemacht. Und so ganz wenig Käse oben drüber gestreut und das im Backofen gebacken. Und das wird jetzt mein Abendbrot. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen zum nächsten Tag.
Moin Leute, nächster Morgen. Ich habe mir hier hinten schon meine Frühstückszutaten gerichtet und zeige euch jetzt mal, was es zum Frühstück gibt. Dafür drehe ich euch mal schnell um. Als ich letztens in DM einkaufen war, habe ich hier so ein Päckchen Basis Frühstücksbrei ohne Zuckerzusatz geschenkt bekommen. Und zwar bereitet man den so zu, den Brei mit circa der doppelten Menge Flüssigkeit angießen, Haferdrink zum Beispiel. Und einige Minuten quellen lassen. Also warm und kalt. Ich mache mir jetzt den Brei. Dazu mache ich meine Alpro Barista. Die trinke ich momentan immer im Kaffee. Mache das, glaube ich, in die Mikrowelle, dass der warm ist, weil ich mag es lieber warm. Dann schnippel ich noch ein bisschen Banane rein und oben drüber kommt so geiles Erdnussmus. Oh, ich liebe das. Schmeckt so lecker. Und wenn mein Frühstück fertig ist, zeige ich euch das natürlich und wir machen später auch noch diese Proteinballs zusammen. Dann zeige ich euch das Rezept und die sind auch mega lecker. Ich habe schon alle Sachen nochmal gekauft und dann sehen wir uns später. Kleiner Test zwischendurch. Ist ohne Zucker, aber schmeckt süß. Schmeckt voll geil. Okay, ich packe das Ganze jetzt in die Mikrowelle. Dann melde ich mich bei euch. Was ich auch ganz ehrlich sagen muss, die Alpro Barista, die ist mega lecker. Probiert's aus. Ich habe ja vorher immer normale Milch getrunken und die schmeckt so gut. Ich habe das so von damals in Erinnerung, dass es so nach Pappe schmeckt irgendwie. Aber die überhaupt nicht. Also die ist echt lecker. Auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr Bock habt, mal umzusteigen. Banane ist drin, jetzt noch geiles Erdnussmus. Ja, sieht halt irgendwie nicht so toll aus, aber ist egal, schmeckt gut. So, und das ist jetzt mein Frühstück. So Leute, zum Mittagessen gibt es bei mir heute eine kleine Portion Spaghetti mit Tomatensauce. Am Anfang habe ich ja Spaghetti überhaupt nicht vertragen. Mittlerweile geht es echt gut. Also wenn man sie gut kaut, dann kann man sie auch gut essen. Und ich melde mich später. So Leute, jetzt gibt's Abendbrot. Das zeige ich euch jetzt mal am Brot, Abendessen. Wie auch immer, ich drehe euch mal um und zeige euch das Ganze. Ich habe mir jetzt bei Rewe so eine Super Bowl geholt. Die ist vegan mit Quinoa, Sojastreifen, Miso-Dip. Da sind auch noch so Cashewkerne drauf. Ich kann das mal schnell aufmachen. Könnt ihr es besser sehen. Das ist gerade im Angebot gewesen. 2,99 € kostet das Ganze. Finde ich eigentlich okay. Ist relativ viel. Ja, so sieht das Ganze aus. Sieht noch so aus, als wären Karotten oder sowas dabei. Und diese Sojabohnen, diese grünen, die sind mega lecker. Und das Ganze werde ich jetzt essen und ich freue mich mega drauf. Ich habe mega Hunger. Und wir sehen uns dann morgen wieder. So, moin Leute, es ist der nächste Tag. Ja, mein Mittag oder Frühstück habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, aber ich wollte euch einfach nur schnell zeigen, wie diese Raffaello Protein Balls funktionieren. Das habe ich euch ja versprochen. Deswegen filmen wir jetzt zusammen noch das Rezept. Video ab, kurz für euch. Und dann würde ich mich auch schon verabschieden, weil ich glaube, ich habe genug an Videomaterial zusammen. Aber ich drehe euch jetzt um und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze geht super easy. Ihr braucht einmal 200 Gramm Datteln. Am besten die Methyl-Datteln benutzen, weil das sind die besten vom Geschmack her. Aber ich habe jetzt auch Soft-Datteln einfach aus der Tüte genommen. Dann braucht ihr 90 Gramm Mandeln. Ihr könnt die am Stück nehmen und dann selber zerkleinern oder einfach hier gemahlene Mandeln nehmen, wie ich aus der Tüte. Dann braucht ihr einmal 40 Gramm Haferflocken und zwar die zarten Haferflocken. Dann nochmal 40 Gramm Kokosraspeln. Und dann könnt ihr euch direkt noch zum Wälzen später von den Kugeln Kokosraspeln auf die Seite in ein Schüsselchen stellen. Ich mache diesmal ohne gewälzte Kokosraspeln. Also uns hat es besser geschmeckt ohne, außenrum nochmal Kokos, aber das könnt ihr natürlich frei entscheiden. Und dann haben wir hier noch 2 Esslöffel Proteinpulver. Also ich nehme immer 2 gehäufte Esslöffel Proteinpulver.
Und zwar Vanille, das von DM benutze ich da immer. Dann kommen hier noch Chiasamen und zwar 2 Teelöffel. Dann noch 3 Esslöffel Wasser, aber ich habe letztes Mal auch ein bisschen mehr gebraucht. Also kann sein, dass ihr da ein bisschen mehr Wasser braucht. Und dann noch 2 Esslöffel flüssiges Kokosöl. Das ist ja immer fest, wenn es nicht zu warm ist, aber ihr müsst es auf jeden Fall verflüssigen in der Mikrowelle oder so oder auf dem Herd oder irgendwie so. Und dann kommt noch eine Prise Salz mit dazu. Und das war das Ganze eigentlich auch schon an Zutaten. Letztes Mal habe ich die Datteln klein geschnitten. Ja, mit dem Messer ganz normal. Heute versuche ich das in meinen Mixer hier zu machen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil hier so Plastikstäbe sind, ob das so richtig. Es muss halt eine teigige Masse werden, ne? Also mit den Schneiden, das hat zwar einen Haufen Arbeit gemacht bei diesen Datteln, aber es ging eigentlich ganz gut. Eben, ich versuche es jetzt einfach mal hier im Mixer. Ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Vielleicht habt ihr auch ein super cooles Hochleistungsgerät, da könnt ihr das natürlich gerne drinnen machen. Und dann würde ich sagen, wir legen jetzt einfach mal los und schütten das Ganze rein. Also ihr könnt das alles zusammen reinschütten, außer ihr wollt natürlich vorher die Mandeln selber klein mahlen. Das müsst ihr natürlich dann als erstes machen. Okay, eine Dattel wurde hier schon weg. Und jetzt versuche ich erstmal diese Datteln klein zu kriegen. So sieht das Ganze jetzt aus. Es ist noch nicht so ganz so fein, aber das passt schon. Jetzt mache ich hier einfach die gemahlene Mandel mit dazu und nach jeder Zutat, die ich dazu hinzufüge, tue ich das einfach mal einmal anschalten, das Gerät, und dann kriegen wir schon irgendwie eine Masse hin. So sollte der Teig jetzt aussehen. Also er sollte ziemlich fest sein und darf nicht kleben. Sollte er noch kleben, dann macht einfach noch ein paar Haferflocken und ein bisschen gemahlene Mandeln dazu. Ihr könnt natürlich auch mehr Haferflocken und Mandeln dazu machen. Dann ist das Ganze am Schluss nicht so süß, also so wie ihr Bock habt. Und jetzt nehmt euch da einfach was weg und formt runde Kugeln, so groß wie ihr sie haben wollt. Und dann stellt ihr das Ganze für 2 Stunden oder so in den Kühlschrank. Ihr könnt es jetzt noch in Kokosnuss wenden oder in Schokolade oder was weiß ich. Also das, was ihr halt mögt. Ich lasse sie so. Dann kommen sie mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank, besser noch über Nacht. Und dann werden die richtig fest und die schmecken wirklich mega gut. Mega, mega gut. Ich blende euch natürlich jetzt auch nochmal ein Foto ein, damit ihr nochmal seht, wie das aussieht. Ich glaube, ich habe es euch aber auch schon mal gezeigt. Und dann würde ich sagen, wir sind fertig mit dem Food Diary und wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut!